Hallo und herzlich willkommen zurück zu Tessie Supply. Mein Name ist Marian und ich bringe dir heute ein neues Update. Und bevor wir uns das Thema Wall Connector anschauen, schauen wir noch mal ganz kurz auf ein neues Produkt, welches wir euch anbieten, und zwar ein Paket. Du kannst ab sofort Echt-Carbon-Produkte dir selber zusammenstellen. 4 Produkte, 10% Rabatt. Und du hast auch einen Heckspoiler Echt-Carbon im Angebot in Deutschland gemacht, mit allen Genehmigungen dazu, welchen wir auf den Markt gebracht haben. Schau gerne mal vorbei, kann nicht schaden, sind super Produkte und wir haben großartiges Feedback auch auf der Messe in Hannover bekommen. Jetzt starten wir rein mit der Thematik, wie man jetzt anscheinend bald Geld verdienen kann mit einem Wall Connector. Denn es soll wohl so sein, dass in Amerika dieses jetzt schon möglich ist, und zwar mit dem Wall Connector als Unternehmen dann anderen Leuten die Möglichkeit zu geben, an diesem Wall Connector zu laden. Das würde im Umkehrschluss bedeuten, dass wenn du dir Wall Connectors anschaffst und du hast ein Unternehmen, du hast mehrere Parkplätze, ob das jetzt ein Supermarkt ist oder etwas anderes, dann hast du die Möglichkeit, hier Geld zu verdienen. Du kannst also die Preise setzen nach dem, was wir da so sehen, und kannst dann entsprechend Geld verdienen. Das sollte also nochmal das ganze Geschäft und diese ganze Thematik Supercharger oder Ladestation allgemein ankurbeln. In der Theorie könnte das auch bedeuten, dass wenn du jetzt zum Beispiel Eigentümer eines Mehrparteienhauses bist, es gibt verschiedene Parkplätze, dann installierst du auf deine Kosten entsprechend einen Wall Connect oder mehrere an verschiedenen Parkplätzen, und dann hast du die Möglichkeit für deine Bewohner, die ja dir Miete zahlen, zum Beispiel dann dieses auch zur Verfügung zu stellen. Die Leute müssen einfach nur über die Tesla-App gehen, können dann direkt laden und du setzt, wie gesagt, die Preise fest. Also das würde natürlich nochmal die ganze Thematik Ladeinfrastruktur nochmal ganz ändern, denn dann sind wir nicht nur von Großunternehmen abhängig, sondern jeder Einzelne, der geschäftlich in irgendeiner Form unterwegs ist, kann das dann umsetzen. Wie das für Privatnutzer ist, also für jemanden, der zum Beispiel ein eigenes Haus hat und sagt, er möchte, dass Freunde die Möglichkeit haben, bei ihm zu laden, das ist nochmal eine andere Thematik, da habe ich noch keine Details dazu. Dann schauen wir auf die Thematik Ladestationen aber nochmal, denn im Rhein-Main-Gebiet sollen jetzt 35 weitere Supercharger-Standorte mit 20 Säulen entstehen. Ich hatte diese Thematik am Wochenende. Ich war ja auf der Messe und da möchte ich mich auch nochmal bei jedem Einzelnen bedanken. Wir als Tessie Supply möchten uns für eure Unterstützung bedanken. Und es war so, dass ich auf dem Rückweg in Hannover, nicht weit von Hannover, an einem Supercharger stand, 8 Ladestationen waren da und alles war voll. Ich war einer von 6, 7 Leuten, die in der Schlange standen. Also so viel zur Thematik, höhere Preise und keiner fährt mehr zum Supercharger. Es war brechend voll. Und das bedeutet also, trotz der Preisanstiege, trotz der Frustration, dass Tesla nicht mehr der günstigste auf dem Markt ist, ist die Nachfrage vor allem in Ferienzeiten, vor allem in Stoßzeiten so groß, dass eben halt da wirklich noch mehr Standorte gebraucht werden. Das Einzige, was nicht richtig funktioniert hat, war, dass auf meinem Bildschirm angezeigt worden ist, dass 3 Plätze frei waren, auch noch, als ich am Standort ankam. Dieses war aber nicht mehr der Fall und die Autos waren nicht gerade erst an die Ladestation herangefahren, sondern standen da schon länger. Das heißt, diese Kommunikation in der Software hat nicht 100% funktioniert, aber das ist wirklich auch nur Meckern im kleinen Detail. Ja, ich hoffe, dir hat das kleine Update heute gefallen. Wenn du neu dabei bist, lass gern ein Abo da, das würde uns sehr freuen, und dann verpasst du auch keine Livestreams mehr. Bis dann und tschüss.